Hallo zusammen. Wir sind uns ganz sicher, dass jeder von euch Barbie und ihren Freund kennt. Bestimmt wollten viele Mädchen im Kindesalter so schön wie sie sein und mit dem perfekt aussehenden Ken Händchen haltend spazieren gehen. Und wenn ihr meint, das seien nur Kinderfantasien, liegt ihr falsch. Im heutigen Video erzählen wir euch über Menschen, deren Kinderträume wahr wurden und sie sich buchstäblich zu Kopien der bekannten Puppen verwandelt haben. Noch erstaunlicher als ihr Aussehen ist nur die Summe, die sie für das Umstyling ausgegeben haben. Hier kommen 10 Personen, denen das Geld nicht zu schade war und sie sich in echte Puppen verwandelt haben. Lasst uns loslegen! Valeria Lukianova. Diese junge Frau ist heute die bekannteste Barbie-Kopie. Sie wiederholt aber oft, dass sie es hasst, wenn sie die lebendige Barbie genannt wird. Dank ihrem Aussehen hat die Puppe aus der Stadt Odessa in der Ukraine genug Jobangebote. Sie spielt in Filmen mit, macht Fotoshootings für Glamour-Zeitschriften, arbeitet als DJ in modernen Clubs und leitet sogar Seminare zum Thema Reisen in andere Welten und geistiges Wachstum. Außerdem behauptet Valeria, sie hätte nur eine Schönheits-OP gemacht, nämlich eine Brustvergrößerung. Gerüchte über die Entfernung von Rippen, Nasenkorrekturen und andere Verschönerungen lehnt sie ab. Sie sagt, nur Meditationen, Sport und richtige Ernährung helfen ihr, so wie Barbie auszusehen. Dabei versucht sie nur rohes Essen zu konsumieren und plant sogar in der Zukunft auf Sonnen- und Luftenergie umzusteigen. Egal was die lebendige Puppe sagt, wir fanden heraus, dass sie für ihr Umstyling etwa 800.000 US-Dollar ausgegeben hatte. Diese Summe wurde bezahlt für eine Nasen-, Gesichts- und Ohrenkorrektur, eine Brustvergrößerung, die Entfernung von Rippen und eine ganze Reihe von kosmetischen Eingriffen, von den Zähnen bis zu den Haaren. Keine Ahnung, ob die Summe stimmt, jedenfalls glauben wir nicht, dass man dieses Ergebnis nur mit Meditation erreichen kann. Anastasia Spagina. Hier kommt noch eine außergewöhnliche Frau aus Odessa. Laut Menschen, die sie täglich auf der Straße treffen, ähnelt Anastasia mehr einer lebendigen Puppe als einer Frau. Riesige Augen, makellose Porzellanhaut, pastellfarbene Perücken, niedliche Kleidchen und eine wahnsinnig dünne Taille. So sieht die 23-jährige Anastasia Spagina aus. Als sie noch jung war, fand sie Mamas Kosmetiktasche und ließ sie nie wieder aus den Händen. Heute kauft sie die Farben, Kunsthaare und Schminke für ihr schwieriges Make-up selbst. Dafür braucht man, nur so nebenbei, ziemlich viel Geld. Dieses verdient sie als Visagistin in einem bekannten Schönheitssalon und geht ohne ihrem Marken-Make-up nicht mehr aus dem Haus. Und obwohl sie jetzt schon einer Puppe sehr ähnlich sieht, will die junge Frau weiterhin an ihrer Figur arbeiten und diese am Puppenstandards anpassen. Sie träumt davon, die Augenform zu ändern, sich ein paar Rippen entfernen zu lassen und noch abnehmen, obwohl sie jetzt nur noch 39 Kilogramm wiegt. Pixie Fox. Die Blondine Pixie Fox aus einer schwedischen Kleinstadt war von Kindheit an von der Disney-Prinzessin und Barbie-Puppen begeistert. Sie wollte eine davon sein, doch ihr Aussehen war vom Traum weit entfernt. Eines Tages entschloss sie sich und ging in die USA, wo sie eine Reihe Schönheitsoperationen machte, die ihr Ziel näher bringen sollte. Sie bekam eine Nasenkorrektur, vergrößerte die Brust und die Lippen und ließ sich 6 Rippen entfernen. Die letzte OP ermöglichte es, genauso eine schlanke Taille wie die Lieblingspuppe Barbie zu bekommen. Ihr Taillenumfang beträgt nur 35,6 cm. Man muss aber erwähnen, dass die überflüssigen Rippen nicht leicht zu entfernen waren. Es war schwer, einen Arzt zu finden, der ihr geglaubt hat, sie sei nicht verrückt und wollte tatsächlich so viele Rippen herausholen. Das Umstyling wirkte sich aber auch auf ihren Geldbeutel aus. Alle Operationen kosteten 120.000 US-Dollar. Hatte sich eurer Meinung nach ausgezahlt? Kelso Santibanez. Seht euch diesen jungen Mann an. Es ist kaum möglich, diesen Ken-Doppelgänger namens Kelso Santibanez vom Original zu unterscheiden, stimmt's? Noch als er 16 war, gewann er einen Modelwettbewerb und zog die Aufmerksamkeit auf sich. Danach nahm er regelmäßig an Fotoshootings teil und änderte sein Aussehen. Kelso gab mehr als 40.000 US-Dollar für Schönheits-OPs aus, die ihn zum modernen Ken machten. Kelso änderte seine Lippen, Nasen- und Gesichtsform. Danach wuchs seine Bekanntheit rasant und er bekam bis zu 15.000 US-Dollar für ein Fotoshooting oder ähnliche Projekte. Das ist einer der wenigen Fälle, wo das Geld nicht sinnlos verschwendet wurde. Justin Jetlicka. Noch ein lebendiger Ken, so nennt man den US-Amerikaner Justin Jetlicka. Sein Lebenslauf begann die Gesellschaft noch in den 90er Jahren zu interessieren. Als er 18 war, lag er zum ersten Mal am Operationstisch einer Schönheitschirurgin. Mit 30 Jahren hatte er schon über 200 Schönheits-OPs hinter sich. Seit der Schulzeit interessierte sich Justin für Theater. Er liebte alles Außergewöhnliche und Schöne und spielte auch gerne mit Puppen.
1998 wollte er seinen Traum, eine Nasenkorrektur, wahr werden lassen und die Ärzte waren erfolgreich. Das Ergebnis überraschte ihn so sehr, dass er noch etwas ändern wollte und dann noch etwas und dann noch etwas. Die Schönheits-OPs veränderten sein Leben radikal. Als er zu einer lebendigen Puppe wurde, kam der Erfolg. Er wurde zu Fotoshootings für Glamour-Zeitschriften und TV-Shows eingeladen. Sein Erfolg kostete ihn rund 250.000 US-Dollar. Maurizio Galdi. Die Einstellung gegenüber Schönheits-OPs ist in Brasilien locker, deshalb gibt es dort so viele Cans. Heutzutage gilt der 27-jährige Maurizio Galdi als der Inbegriff für die bekannte männliche Puppe. Er hatte 8 Schönheits-OPs, die ihm den Puppen Gesichtsausdruck verschafften. Er wuchs in einer Mittelschichtfamilie auf und schon im Kindesalter gefiel es ihm nicht, dass Mädchen mit Barbie und Ken spielen durften, er aber nicht. Er entschloss sich für eine Veränderung mit 17 Jahren, als ihm bei einem Schauspielkurs gesagt wurde, er sei nicht schön genug. Seine Verwandlung begann mit einer Nasenkorrektur. Am Ende gab es Biopolymer-Injektionen ins Gesicht. Er selber meint, er wollte nie zum brasilianischen Ken werden, doch genau in dieser Rolle wurde er zum TV-Superstar in seiner Heimat. Dafür wurden mehr als 47.000 US-Dollar ausgegeben. Vanilla Shamu. Einmal war Vanilla ein ganz normales japanisches Mädchen. Sie hatte eine etwas dunklere Haut, schwarze Haare und eine traditionelle Augenform. Doch alles änderte sich, als sie plötzlich wie eine französische Porzellanpuppe aussehen wollte. Für ihren Traum hatte sie mehr als 30 Schönheitsoperationen und wurde ihr altes Gesicht endgültig los. Die junge Frau machte eine Nasen-, Lid-, Lippen-, Wangenknochen- und Kinnkorrektur. Heute arbeitet Vanilla Shamu als Model und tritt erfolgreich als Sängerin auf. Für das heutige Aussehen bezahlte sie etwa 102.000 US-Dollar. Damit ist aber noch lange nicht genug. Sie findet, ihr Look ist noch weit vom Ideal entfernt und plant weitere chirurgische Eingriffe. Nanette Hammond. Das ist eine weitere Barbie-Kopie, die in der amerikanischen Stadt Cincinnati lebt. Sie ist 42 Jahre alt, ist verheiratet und zieht 5 Kinder groß. In den letzten 20 Jahren hatte sie mehr als 10 Schönheits-OPs, nur mit einem Ziel, nämlich genauso wie Barbie auszusehen. Die Idee kam, als sie 21 Jahre alt war. Alles begann mit Botox-Injektionen. Um bei Behandlungen zu sparen, arbeitete sie sogar eine Zeit lang als Krankenschwester in einer Klinik für Schönheitschirurgie. Nach den Schönheitsinjektionen kamen einige OPs, darunter Brustvergrößerungen. Als sie 30 wurde, traf sie ihren zukünftigen Ehemann Dave. Er bewertete ihr Aussehen sehr positiv und begann, alle ihre Operationen zu bezahlen. Während der Ehe gaben die Partner für den Barbie-Traum etwa 500.000 US-Dollar aus. Laut Dave ist seine Erwählte nicht nur eine attraktive Frau mit tollem Aussehen, sondern auch eine super Ehefrau und Mutter. Ach ja, ihre Kinder unterstützen sie genauso wie der Ehemann und helfen ihr sogar, Fotos für soziale Netzwerke zu machen. Rodrigo Alves. Wäre Nanette jünger und unverheiratet, könnte sie bestimmt eine gute Partie für den 32-jährigen Flugbegleiter aus London, Rodrigo Alves, sein, der, wie alle Männer in diesem Video, sich als lebendiger Ken bezeichnet. Rodrigo behauptet, er wäre im falschen Körper geboren, seine Seele hätte mit dem Körper nie zusammengepasst. Deshalb beschloss er, wie eine Puppe auszusehen und legte sich 2004 zum ersten Mal unters Messer, als er sich inmitten seiner neuesten Studienfreunde total unwohl fühlte. Für ein Aussehen, das zu seiner Seele passt, überstand er 42 Operationen. Die Ärzte arbeiteten an seiner Lippen-, Nasen- und Wangenknochenform. Insgesamt gab Rodrigo dafür mehr als 440.000 US-Dollar aus. Gemeinsam mit dem Gesicht wurde auch der Körper ein wenig korrigiert. Am Bauch entstanden plötzlich Sixpacks, die Brust wurde geformt. In den sozialen Netzwerken wird Rodrigo oft gefragt, wieso er nicht einfach in ein Fitnessstudio ging und seine Figur mit Hilfe von Trainings änderte. Er antwortet, dass die Versuche aufgrund seiner schwachen Gesundheit scheiterten. Wir haben jedoch das Gefühl, dass die Faulheit an einem schuld ist. Blondie Bennett. Das Hauptziel der 38-jährigen US-Amerikanerin Blondie Bennett ist, wie ein 100%iges Barbie-Girl auszusehen. Für ihren Traum gab sie bereits mehr als 50.000 US-Dollar für alle vorstellbaren Schönheits-OPs aus und sie will noch weitergehen. Sie hat vor, hirnlos zu werden und besuchte dafür regelmäßig einen Hypnotiseur. Sie will, dass Leute sie tatsächlich als Puppe wahrnehmen. Laut einer Bewohnerin aus Kalifornien degradiert Blondie sehr erfolgreich. Wie sie selber bestätigt, bat kürzlich eine Freundin Blondie, sie am Flughafen abzuholen. Und sie überlegte ziemlich lange, wo sie hin musste. Zu den Abflügen oder Ankünften. Einmal konnte sie einige Stunden lang das Haus ihrer Mutter nicht finden, wo sie ihre Kindheit verbrachte. Übrigens, diesen Namen nahm sie sich vor 1,5 Jahren. Die Frau versteht nicht, warum die Menschen glauben, in ihrem Kopf sei etwas faul.
Wenn jemand fragt, wozu sie eine Barbie sein will, meint sie, das sei doch der Traum aller Mädchen. Ihr Hauptcharakter kennt keine Sorgen. Alles, was es macht, ist einkaufen und ins Fitnessstudio gehen. Es denkt nicht nach und ist deshalb glücklich. Blondie wollte genauso leben. Liebe Freunde, wir hoffen, dass ihr auch mit sehr viel Geld nichts in dieser Art anstellen werdet. Jeder von uns ist auf seine Weise schön, stimmt's? Seid ihr einverstanden? Dann liked uns einfach! Tolle Gadgets, neueste Technologien, unglaubliche Erfindungen und andere coole Dinge in Verbindung mit Hightech bei TechZone. Abonniert und ihr werdet es nicht bereuen. Den Link findet ihr auf dem Bildschirm und in der Beschreibung. Danke fürs Zusehen. Bitte klickt auf Gefällt mir und teilt das Video in den sozialen Netzwerken und wir werden bald wieder zurück sein. So schnell wir können.